Ein typischer Auffahrunfall im Stadtverkehr. Geschwindigkeit gerade mal 16 km/h. Und trotzdem sieht man deutlich, wie der Gurt tief in den Bauch des Kindes einschneidet. Die Folgen können fatal sein. Wir reden hier über sogenannte Abdominal-, also Bauchverletzungen. Das heißt, im Bauchbereich befinden sich natürlich die Leber, es befinden sich aber auch dort der Darm. Und hier kann es ganz schnell zu Quetschungen kommen, was letztendlich auch in einem schlimmeren Fall zu Blutungen kommen kann. Und alles nur, weil es draußen kalt und das Kind entsprechend dick und warm eingepackt ist. Der Gurt hat Spiel und liegt nicht optimal an. Zum Vergleich, ohne dicke Winterjacke liegt der Gurt optimal direkt auf dem Becken. Das gilt natürlich auch für Erwachsene. In normaler Kleidung passt der Gurt. In Winterkleidung liegt er falsch und schnürt ein. Wer nicht ohne dicke Jacke auskommt, sollte die Jacke hochheben und den Gurt direkt über die Hose führen. Und für Kinder empfiehlt der ADAC: Bei den Kindern bitte auch darauf achten, die Jacken nicht zu dick zu wählen, lieber eine Decke nutzen. Und dann kann man wirklich hier den Gurt auch schön über den Körper führen. Und für die angemessene Temperatur ist letztendlich dann die Decke verantwortlich.